Sie haben hier einen Einstiegsschloss, was ein Standardschloss ist, wo man einen Riegel und eine Falle alles in einem hat. Eine Schließanlage wird 10, 20, 30 Jahre schließen. Wenn man aber eine Tür hat, wo 300, 400 Schließungen am Tag drüber gehen, wie eine Haustür, wie eine Büroeingangstür, ist der Verschleiß sehr hoch. Wenn ich das minimieren möchte, auch die Kosten minimieren möchte, geht es nur durch diese Konstellation und wo ich dann mich entscheiden kann. Ich habe von diesen drei Varianten die Möglichkeit, dieses Schloss zu steuern, entweder per Zahlencode für die Mitarbeiter oder ich kann hier mit einer sogenannten Funkfernbedienung dieses Schloss ohne Verkabelung betätigen oder per Fingerabdruck. Ich kann also 99 Finger einscannen und kann ganz normal die Tür betätigen. Für kleine, mittelständische Unternehmen, als Klassiker im medizinischen Bereich, für Arztpraxen, für Physiotherapeuten, für Anwälte, für Beamte im Büro, die jetzt eine Einzelfreigabe damit herstellen, dass man sagt, ich sitze an meinem Schreibtisch und öffne die Tür für den nächsten Kunden und kann die auch wieder sperren, dass nicht jemand einfach die Tür öffnet und steht drin. Dafür ist es eigentlich gedacht. Wichtig ist, dass im Flucht- und Rettungswegbereich, wenn ich jetzt durch eine Havarie die Tür verlassen muss, kann ich durch Betätigen des Drückers immer wieder eine mechanische Entriegelung durchführen. Ich habe an den Türelement keine Verkabelung, ich habe keine Netzteile, ich habe nichts mehr zu investieren. Es ist diese Revolution, weil ich ganz einfach nur entscheiden muss, was für ein Schlosstyp ist in der Tür und kann jederzeit innerhalb von 30 Minuten jede Tür nachrüsten. Und das ist eigentlich weltweit die Nummer eins für mich, wo ich als Fachmann sagen kann, das ist das, was die Industrie wirklich benötigt und auch der Endkunde benötigt. Das ist für meine Kunden die Empfehlung, schauen Sie sich an, kommen Sie zu uns in unser Studio, lassen Sie sich beraten und Sie werden sehen, es wird Sie auf jeden Fall auch ökonomisch unterstützen bei der Investition und mehr Sicherheit reinbringen.